Hallo meine Lieben, wir spielen heute Layers of Fear, ein Horrorspiel, was atmosphärisch und von der Idee her in letzter Zeit auf jeden Fall seinesgleichen sucht, würde ich behaupten. Ich habe es jetzt zwar noch nicht angespielt, aber ich habe die Kommentare gelesen und ich habe auch mal wieder den Trailer angeguckt und die Grafik schaut so gut aus und die Idee ist auch ganz besonders, denn es ist nicht einfach nur irgendein Jumpscare-Horror. Das hört ja auch schon an der Musik im Hintergrund, sondern es ist wirklich was Besonderes. Also wir werden einen Maler spielen, wie ihr vielleicht schon sehen könnt am Hintergrund. Und dieser liebe Maler, der hat gewisse Probleme mit seinem, sagen wir mal, Kopf, in seinem Kopf. Also es ist ein psychedelisches Horrorspiel. Ich erwarte davon, dass man eventuell ab und zu ein gewisses Silent Hill Flair hat sogar. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel versprochen. Deshalb werde ich jetzt einfach mal einsteigen. Ich hoffe auch, dass ich die erste Aufnahme überlebe, ohne vorzeitig abbrechen zu müssen. Das wäre ganz von Vorteil. Der Ladebalken ist irgendwie... Nee. Jetzt bin ich, glaube ich, egal. The torment I have to endure. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper and my hands cut so many times on broken bottles. Each night drowning in a cold sweat. But there is a way. A way to bring back what life took from me. The only precious thing. Der Oscar Wilde mal wieder mit seinen Zitaten. Okay, da sind wir auch schon. Also, das ist grafisch für... Es kostet nicht viel. Also es ist jetzt bei Steam am Angebot für 8 Euro und noch was. Und, ganz ehrlich, wow. Okay. SM. das ist dafür absolut gut, finde ich. Ich muss nur gerade mal kurz mit der Steuerung... Ah, okay. Also mit A, man kann nichts mit E irgendwie greifen oder so. Sondern man dreht sich dann. Und man kann es nur anschauen, wenn ich das richtig verstehe. Okay. Wir haben hier ganz viele Gemälde. Okay. Und es gewittert. Wir können nicht raus. Ich schätze mal, dass das jetzt gerade unser Flur ist. Aber ich kann nicht nach unten schauen. Das ist ein bisschen irritierend. Das haben sie wahrscheinlich mit Absicht so gemacht, dass man sich nicht vorstellen kann, wie unser Erscheinungsbild ist. Was den Kerl vielleicht dann noch ein bisschen creepier macht. Okay, so geht das. Und ich erschrecke mich jetzt schon, obwohl nur ein doofes Mäuschen rumläuft. Okay, also ich chill jetzt eigentlich, ich sollte jetzt erstmal chillen, weil, ja, es dürfte kein Spiel sein, wo irgendwelche Zombies um die Ecke kommen. Sondern wo man ein bisschen entdecken muss, eventuell ein bisschen rätseln muss. Und wir haben hier eine kaputte Flasche, oder? Er hat ja auch im Intro erzählt, dass er auf mit seinen Händen auf kaputten Flaschen rumgekratzt ist. Ich will das lesen können. Das geht aber nicht. Dear Sir, we would like to ask you to bothering our past controls. Ah, das ist so schwierig zu lesen. Warum ist denn das so kompliziert? Okay, nee, das werde ich jetzt im Let's Play zumindest nicht machen. Wenn es jemand lesen wollte, dann hätte er auf Pause drücken können und irgendwie Screeny machen können und sich das tausendmal vergrößern. Und da haben wir noch so ein Hundehalsband. Ah nee, haben wir nicht. ich dachte, das wäre jetzt ein weiterer Beweis für seine einschlägige Sexualität. Longdale Mutigo Ave? Ich weiß nicht, ist das jetzt... Das ist ein bisschen groß für ein Armband, finde ich. Oh, fuck. Mann. Echt hier, ich weiß nicht. Wir haben Tag. Oh.
Aber ich habe natürlich alles brav runtergemacht, die ganzen Jalousien. Okay, das schaut aus wie eine. Wie ein. Apple's 10 Key? Airfreshers, 50 Packs. Also es ist eine Einkaufsliste, aber da wir ein Computerspiel spielen, ist es natürlich sehr gut möglich, dass das letztendlich wieder als Hinweis für irgendein Rätsel dient. Geh schneller auf, gefälligst. Ach, das macht mir Angst, wenn das so langsam aufgeht. Sonst kann ich das zumachen. Oh Gott. Ach, nee, ich mag's nicht, wenn Türen zu sind. Geh lieber wieder auf. Dankeschön. Da weiß man wenigstens, wenn was hinter einem kommt. Und dann ist das auch okay so. Ah, das schaut wirklich unglaublich gut aus für einen Indie-Early-Access-Horror-Titel. Für die paar Euro, also. Ja. Also ich erwarte jetzt, ich warte eigentlich nur drauf, dass wir irgendwas hier aufmachen und dann irgendwann mal ein Menschenkopf irgendwo drin liegt. Aber das wäre wahrscheinlich schon wieder zu. Was ist denn das Gegenteil von subtil? Zu offensiv? Vielleicht? Für das Spiel? Wir können hier aber echt nichts annehmen. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich da alles aufmachen will. Nö. Okay. Gut. Chaos angerichtet. Wir können die Karte des Rumtreibers nun wieder schließen. Für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, das war eine Harry Potter-Referenz. Das tut mir sehr leid, wenn das jetzt ein bisschen freaky kam. Aber ich hatte Lust drauf. Was ist das? Okay, das ist wohl einfach Rettich. Knobi Mais. Okay. Viel mehr gibt es hier dann wohl auch nicht. Nö. Gib bitte nicht. Haben wir V-Sync oder so? Weil. Nee, das passt eigentlich. Quality High. Weil ich finde, manchmal zuppelt es so ein bisschen rum. Also. Nicht druckeln, sondern so zuppeln. You know what I mean? Well. Steht da was? Nee. Wir haben eine kaputte Uhr. Und die liegt. Im Kaminfeuer, das nicht angezündet war. Das heißt, er mag die Zeit nicht oder er mag das Ticken der Uhr nicht. Und ich habe Angst, dass irgendwo was herkommt. Nein, nein, nicht zu machen. Okay. Kann ich... Ah, cool. Wir können einen Lichtschalter betätigen. Oh, da sehen wir uns. Okay, wie wir uns fortbewegen, ist creepy. Und meine Theorie, dass wir den Charakter null erkennen sollen, hat sich leider nicht bewahrheitet. Aber er humpelt. Er humpelt, deshalb läuft er so komisch. Oder? Sorry Leute, das muss ich jetzt gerade kurz... Ja, er humpelt. Er hält sich eindeutig das rechte Bein. Und das macht ihn natürlich noch ein bisschen creepier. Ja. Okay. Wir spielen also den Klöckner. Okay. Magst du dir die Hände waschen, Großer? Nö, eher nicht. Okay. Machen wir natürlich wieder aus, denn wir wollen ja kein Wasser verschwenden. Abgesehen davon stört der Sound. Parfum, oder? Das ist ein Frauenparfum. Das ist ganz eindeutig nicht für Herren gedacht. Noch mehr Licht. Ich würde sagen, Licht geht immer. Wir haben frische Handtücher. Oh, gell, ich habe so Angst, dass auf einmal irgendwas hinter uns steht. Ja, da steht's auch, er hat eine Knieprothese. Also eine Wadenprothese, wenn man es so will. Für den Unterschenkel. Nee. Oh Mann, wie heißt denn das? Abgesehen von Wade. Ihr wisst schon, das, was unterhalb des Knies ist. Leute, habt ihr das gehört? Das Fiese ist ja, wenn ihr das Let's Play guckt, dann denkt ihr, oh, das ist ja gar nicht gruselig. Aber ja, bei Horrorspielen ist es halt leider immer so, dass wenn man selber spielt, ist es eben doch.
Was ist das? Wir haben Rattengift. Okay. Und das Ticken der Uhr kotzt mich echt jetzt schon ein bisschen an. Okay. Es gibt hier auf jeden Fall viel zu entdecken. Also die haben das richtig, richtig liebevoll gemacht, finde ich. Ich bin echt... Oh, ich finde es richtig, richtig cool. Das ist halt genau so ein Horrorspiel, wie ich eigentlich mag. Ah, Licht. Cool. Ein paar haben sich ja auch Five Nights at Freddy's gewünscht. Und dann dachte ich mir so, ja, aber... Also erstens weiß ich, dass ich da sowieso nur sterbe die ganze Zeit. Also das kann ich gar nicht spielen. Und abgesehen davon finde ich es halt auch irgendwie... Weiß nicht, ist mir ein bisschen zu unkreativ. Sorry. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen irgendwie... Bin jetzt keinem zu nahe getreten. Was steht denn da? Sir, I didn't touch the workshop, just like you asked. Author, I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so... Lunch? If you care so much for that room, oder? Maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Have a nice day. Okay, also wir haben scheinbar eine Art Bettler. Und das, wenn ich mir die Farbe so anschaue, wird wahrscheinlich unser Painting Room sein. Ah, und da kommen wir noch nicht rein. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal... Och nee, oder? Ich will nicht in den Keller. Geh wieder zu. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Ich will nicht in den Keller. Also wir brauchen Key für unseren Painting Room. Okay. Ah, I brought them back to her office. Genau, habe ich ja gerade vorgelesen. Von daher wissen wir auch, wo die Schlüssel sind. Die sind nämlich in... Oh mein Gott. Alter, what the fuck? Mann. Und du bist auch ein ganz komischer Gnom, aber ich will die Leute hier auf den Porträts nicht beleidigen. Ich habe Angst, dass sie mir noch irgendwas tun. Alter, das da oben. What the fuck? Dass sie mir noch irgendwas tun. Habe ich schon erwähnt, dass ich gerade eigentlich überhaupt keine Zeit habe zum Aufnehmen, aber dass ich eben den Key für das Spiel bekommen habe von den Entwicklern und dann konnte ich nicht anders. Ja, willst du den nicht benutzen? Weil das war eben eins der Spiele, auf die ich mich in den letzten Tagen am meisten gefreut habe. Alter. Oh, das ist so creepy. Ah, okay. Da, das sieht aus wie ein Kinderzimmer. Oh mein Gott. Fuck. Oh. Alter, okay. Also, oh, mein Herz. Ich muss mich gerade kurz beruhigen. Ich glaube, ich sollte meinen Sound ein bisschen leiser drehen. Wenn ich jetzt gerade in der Aufnahme, wenn das Mikrofon gerauscht hat, weil ich so laut war, dann tut es mir leid. Das hätte ich vielleicht noch einkalkulieren sollen. Oh Gott, da will ich auch nicht rein. Ich will da gar nirgends rein. Cool. Hä? Okay, ich bin eindeutig zu jung für das, um das System von dem Ding zu verstehen. Wir haben einen Ring, das wird auch nicht seiner sein. Wobei, man weiß ja nicht, früher haben die Herren vielleicht sowas getragen. Den Spiegel hat er kaputt gemacht. Das spricht natürlich auch wieder dafür, dass er sich selber nicht wirklich betrachten will. Eine gewisse Unzufriedenheit, ein gewisser Selbsthass, irgend sowas. Okay, kann ich das Ding ausmachen? Ich probier's nochmal. Nee, geht nicht. Oh, ist das nervig. Okay, dann gucken wir nochmal an. Also, da ist ein Gebäude abgebrannt, aber ich weiß nicht so richtig, was das jetzt mit uns zu tun haben soll. Galactic's Grand Opening. New Department Store. Okay, mehrere Dutzende getötet und einige Hunderte verletzt. Und hier steht wieder Alkohol.
Das heißt, wir haben auch ein kleines Alkoholproblem. Dafür trinken wir erstaunlich wenig bis jetzt. Und wir haben Bandagen. Ach, das ist cool. Das sieht aus wie Nachtpott, aber ich hoffe mal, das ist jetzt keiner. Oh, ich will... Oh, fuck. Okay. Oh, Manu. Also, es sind keine Klasse... Ja, es sind schon kleine Jumpscares, aber halt nicht so schlechte. Es ist halt gut. Es ist aber unglaublich nervig dennoch. Okay, wir machen jetzt mal hier den... Warum ist die Musik immer noch so laut? Ja, wir haben ein Rattenproblem. Oh Gott, nee, ich will da nicht rein. Alter, dieses Grammophon kotzt mich so an, das ist unglaublich. Okay, welches Stück ist das? Steht das da irgendwo? Ich kann da nur Land Time lesen. Okay. Können wir spielen? Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das ist schade. Da haben wir einen Windhund und einen süßen kleinen Hund. Ich weiß aber nicht, welche Rasse. Können wir hier noch was lesen? Nee, können wir nicht. Hinhocken können wir uns auch nicht. Hier geht's wieder... Ah, hier geht's zu dem Spielzimmer. Das ist mein Arbeitszimmer. 100%. Oh mein Gott, da ist wieder dieses Gemälde von dem Obercreep des Jahrtausends. Und, ja, ich habe irgendwie Angst, dass die Tür zuschlägt, aber das ist dann wohl einfach Pech. Okay. Also ich kann das Spiel auf jeden Fall nur tagsüber spielen, wenn die Rollläden ein bisschen unten sind. Ich glaube, nachts vorm Einschlafen, ne. Nicht machbar für mich. Also, wer sowas mag, ich kann es euch bis jetzt echt total empfehlen. Und ich weiß eben durch den Trailer auch, dass da noch ganz viel passiert. Und das bleibt auch nicht so. Also, wir werden nicht nur hier so rumlaufen. Da ist der Schlüssel. Sondern da wird sich dann auch... ich sag... Oh, das gefällt mir total gut. Das Rotkäppchen. Das würde ich voll gern selbst malen können, sowas. Finde ich voll schick. Oh, das ist böse. Oh. Das ist sehr böse. Also, wenn ich sowas malen würde, würde man mich wahrscheinlich als Psycho abstempeln. Aber ich finde es ziemlich geil, muss ich sagen. My dear friend, let me ask you one simple question. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some hard times right now. I really do. That's why I agreed to let you do those illustrations in the first place. For old times' sake. I even deliberately gave you a trivial task because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fuel... You submitted for a kid's bedtime story. There is no way in hell I'm using this, and I already regret agreeing to be... to a payment in advance. Please get your shit together. You're old Paul. Also wir haben einen alten Kollegen, der Liam Brixton, und der ist scheinbar Lehrer oder so. Denn der hat uns gefragt, ob wir für Kinder ein paar Rotkäppchen-Illustrationen machen können. Und er hat uns dann im Vorhinein bezahlt... Und das ist das, was wir daraus gemacht haben. Und deshalb fragt uns unser Freund berechtigterweise auch, ob wir unseren verdammten Verstand verloren haben. Oder was eigentlich in uns gefahren ist. Kann ich, nee, kann ich auch nichts mehr lesen? Och, Manu! Das ist aber so spannend. Okay. Liegen hier auch? Ja, ah, da ist eine Flasche. Deshalb... Okay, okay, okay. Wir haben jetzt den Key. Genau. Und ich hatte vorhin gesagt, das Spiel bleibt nicht so. Da wird sich noch einiges verändern von der Atmosphäre, von der Ebene, von vielem her. Also, ihr müsst da keine Sorge haben, dass es langweilig wird. Ich weiß noch nicht genau, wann es soweit sein wird.
Sollen wir als nächstes echt in das Kinderzimmer? Oh, fuck. Mann! Serious? Ist es blöd, sowas? Gehen jetzt erst in das Kinderzimmer rein. Oh. Erstmal gucken, ob irgendein Zombie-Baby uns anspringt. Nee, natürlich nicht. Oh, das ist süß. Oh, ich will ihn. Das sieht aus wie der, wie die Welpenform von dem einen kleinen Hund. Auf dem anderen Porträt, was ich nicht benennen konnte. Okay, die sind echt creepy. Die Musik ist weg. Und da liegt was. Ja gut, der geht jetzt. Der ist nicht so schlimm. Und da ist noch was. Also, er hatte definitiv mehr als eine Frau. Er hatte auch noch mindestens ein Kind. Und ich will nicht wissen, warum die alle weg sind. Was da passiert ist. Vielleicht gab es einen Unfall oder... Ah! Vielleicht sind sie bei diesem Gebäudebrand ums Leben gekommen. Also unsere Frau und unser Kind. Und deshalb drehen wir jetzt so durch. I know you're not colorblind. What is this? Why pink? Not like it? Okay. Kann das sein, dass das unser Kind uns geschenkt hat und dann haben wir... wie die vorderen Beine viel fetter sind. Und dann haben wir gesagt, was soll das für ein Scheiß? Warum ist das Pferd pink? Und da haben wir noch ein Bild. Das ist eindeutig von Kinderhand. Komm. Man, dadurch, dass er nicht nach unten schauen kann, kann ich das immer nur sehr schlecht erreichen. Dieses Zeug, also wie jetzt gerade hier zum Beispiel. Ach so, okay. Ja, nö, passt. Ist da was? Noch ein Bild. Oh, das ist creepy. Also wenn das vom Kind ist. Das sieht ein bisschen aus nach Slenderman. Und da haben wir noch Wäsche. Okay, dann haben wir den Raum auch. Nochmal die creepy Puppen betrachten. Ein Träumchen. Oh, oh je, oh je, oh je. Und, ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob wir... wie man speichern kann bei dem Spiel, das muss ich jetzt gleich noch herausfinden. Denn ich würde jetzt mal einen Break machen für die erste Folge. Und das werde ich hundertprozentig weiterspielen, dieses Spiel. Also zumindest noch eine Folge. Ich weiß nicht, wenn es dann arg schlimm wird, ob ich das ganze Spiel durchhalte. Aber auf jeden Fall noch eine Folge, weil ich finde es total faszinierend und mir gefällt es mega gut. Ich hoffe, euch geht das genauso. Bitte in die Kommentare schreiben. Mich würde es interessieren, ob ihr das langweilig findet oder sehr schön und sehr atmosphärisch. Und ich würde sagen, als nächsten Schritt gehen wir dann sogar schon in unser Mahlzimmer, weil da will ich noch nicht rein in das da. Das können wir dann in der nächsten Folge gemeinsam tun. Und ja, dann breche ich jetzt hier ab. Ich wünsche euch... ja, viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt noch gucken werdet. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.